Leute, lange nichts gehört. Ich habe schon Rückfragen von euch bekommen. Danke für eure Sorge. Ja, ich bin ein bisschen angeschlagen, hatte die Tage gar keine Stimme. Jetzt versuche ich es einfach mal. Hier kommt das Rocket vom letzten Dienstag. Habe ich sicher auch so ein bisschen im Nebel gespielt. Also ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, was uns hier eigentlich erwartet. Habe in dieser Woche tatsächlich schon noch ein paar weitere Rockets versucht und immer gab es nur auf die Nase. Also es ist wie verhext und ja, soweit ich mich erinnere, war das hier am Dienstagabend auch nicht viel besser. Aber schauen wir einfach mal rein. Vielleicht gibt es ja eine positive Überraschung jetzt für mich. Und ich mache mich hier nicht ganz zum Affen. Das wäre ja schon mal was. So, erstes Spiel, ich Mittelhand, Herz ist Trumpf. Ich habe nur einen. Das ist ja erstmal vielversprechend mit zwei Assen dabei. Auch hat mein Partner 18 geboten. Also gucken wir mal. Hoffe ich mal, dass er den ersten Stich laufen lässt. Dann kann ich danach schon entweder wimmeln oder nochmal eine Piklusche fallen lassen, falls dann der nächste Bube kommt. Typische Gegenspielsituation gegen vier Trümpfe. So, wird mitgenommen. Sind zwar dann nur vier Augen. Gut, mein Partner wird hoffentlich wissen, was er tut. Ich vermute dann mal, dass der Alleinspieler den Kreuzbuben hat. Das wäre eine ganz plausible Begründung, dass mein Partner vielleicht mit den Mittelbuben den Stich mitnimmt, weil er sonst sowieso keinen Stich verschenkt. Hier hat er jetzt offenbar blank aufgemacht, da muss ich ja nicht unbedingt drauf kommen. Also hier auf den Partner schnippeln wäre nicht so gut. Aber aufs Rückspiel fliegt die Pik 7. Karo 10 ist offenbar gedrückt. Da habe ich jetzt schon den Verdacht, dass das ein ganz schwerer Gang für den Alleinspieler wird. Denn die Trümpfe sitzen ja offenbar sehr einseitig. Pik wird noch die Stärke sein, deswegen kann ich jetzt auch hier das Kreuz Ass wimmeln. Ja, gut, der Zug Pik Dame überrascht mich jetzt doch, aber Pik dann direkt hinterher. Also fünf Trumpf stehen hier dagegen. Der Alleinspieler hat drei Pik gehabt, die Karo 10 im Keller hat jetzt aber gegen diese fünf Trumpf Batterie, wo ihm die Pik 10 abgestochen wird, natürlich keine Chance. Ja, guter Auftakt, habe nicht viel falsch machen können, habe einfach nur mitgespielt, schon 40 Punkte eingefahren und dieses zweite Spiel in Vorhand, ja, das sieht doch erstmal vielversprechend aus. Natürlich, Pik und Karo Bube, das sind im Fachjargon zwei dumme Buben, da kann ich beim Grang keinen Stich mitmachen, also Ausspielen eines Bubens ist sehr gewagt, weil gegen zwei Buben ich beide Stiche verliere. Insofern, obwohl ich hier die vollen habe, ist das Spiel natürlich nicht super safe. Jetzt finde ich aber hier zwei goldene Uhren, um beim Fachjargon zu bleiben. Zwei Karos, damit ist es jetzt natürlich ganz einfach. Jetzt habe ich einen schönen Zwei-Farben-Gang, darf ihn nur jetzt nicht den Buben ausspielen. Das Risiko wäre zu groß, dass die Jungs in einer Hand sitzen. So habe ich Schneideroptionen, wenn entweder der Kreuzbube zuerst sticht. Oder wenn etwa Karo 7 und 9 in einer Hand sitzen, dann nur 11 Augen gestochen werden. Und dann Pik sollte natürlich, wenn es geht, 2-2 sitzen. Dann habe ich Schneiderschein. Und hier kommt schon der Stich. Karo Ass wird direkt mit Kreuzbuben gestochen. Damit habe ich jetzt natürlich Schneiderschancen, wenn Pik 2-2 steht. Das Kreuz Ass jetzt die Pik Dame abzutragen, das war mir doch zu blöd. So, jetzt hier Zwischenzug Pik Ass. Warum spiele ich jetzt einmal das Pik Ass? Falls Pik 3 zu 1 sitzt, dann vermeide ich damit, dass der Mann mit dem blanken Pik seine Lusche abtragen kann und damit das Spiel so leicht verraten kann. Und hier ist es auch passiert. Spieler 2 hatte den Pik König zu dritt, hat ihn jetzt aber direkt abgeschmissen. Also ja, der Schneider war jetzt vielleicht ein bisschen unnötig, der war glücklich für mich. Mensch, ist ja manchmal gar nicht so schlecht, wenn man sich nicht so erinnert. Das sieht ja alles ganz gut aus hier. Hatte ich gar nicht mehr so im Kopf. Aber was passiert jetzt? Aha, ich wusste doch, irgendwo war der Hund begraben. Ich habe hier einen sehr, sehr starken Ansatz im dritten Spiel und komme jetzt hier für 33 nicht ran. Das ist natürlich einfach ärgerlich in der Situation. Das Spiel willst du natürlich unbedingt haben auf so eine kurze Distanz. Grang wird gespielt. Das kann natürlich auch heikel werden für den Alleinspieler. Meine Karte ist natürlich stark dagegen. Gut, mein Partner trifft jetzt nicht unbedingt für mich glücklich Herz.
Pik 10. Jetzt kommt Pik 10. Gut, ich ziehe natürlich erstmal den Buben ab, damit ich dann Kreuz Ass und 10 abziehen kann. Und was ist das? Pik 7. Warum legt er denn auf meinen Buben eine Lusche? Und vor allen Dingen bei der 33er Reizung Pik 10, 7 wäre ja auch eine nicht allzu schlechte Eröffnung dann gewesen auf die Reizung. Jetzt kriege ich wieder zwei Luschen in Kreuz. Ich denke noch, vielleicht will er mir damit irgendwie eine Kreuzlänge anzeigen, aber auch das nicht. Und hier sehen wir ganz offensichtlich, müssen Kreuz König, Dame im Keller sein. Ne? Anders geht's ja nicht, wo sollen die sonst geblieben sein? Ja, nur was sagt mir das? Wie soll ich das Spiel jetzt fortsetzen nach Karo Lusche? Entweder Karo und hoffen, dass der Alleinspieler jetzt das Ass blank hat. Aber wahrscheinlich ist es inzwischen sowieso egal. Ich hoffe jetzt eher noch auf einen Herzstich bei meinem Partner. Oder zwei sogar, wenn es möglich ist. Deswegen einmal Kleinpik. Ich habe schon geahnt, dass ich damit dran bleibe. Jetzt Einschub ins Pik Ass. Jetzt darf der Alleinspieler gerne noch das Karo Ass machen. Aber dann sollte mein Partner mindestens Herz 10 und den zweiten Herzstich haben. Dann können wir noch gewinnen. Es ist allerdings schon hier auffällig. Jetzt schmeißt mein Partner plötzlich den Karo König rein, wo er für mich auf meinen Buben nur eine Pik Lusche hatte. Da kommt Herz 10 beim Alleinspieler und damit können wir dann natürlich das Spiel nicht gewinnen. Wir kommen hier auf 56, der Alleinspieler gewinnt mit 64 und insofern können wir jetzt nochmal die Frage stellen an den fleißigen Protagonisten Spieler 1, warum er nicht einfach mal bei mir gewimmelt hat. Na gut, er hat es nicht getan. Viertes Spiel. Wow, wieder ein schönes Ding zum Reizen. Und wieder muss ich reizen. Das ist ja hier auch der halbe Spaß an dieser kurzen Distanz. Du bist hier selten in Verlegenheit, dass du für einen kleinen Reizwert ans Spiel kommst. Und das führt dann auch zu interessanten Partien. So, in diesem Rocket-Format kann ich dieses Spiel aber auf keinen Fall aus der Hand geben. Da muss ich dann eben auf Grand durchziehen. Wupp. Fleißig reingeschaut und mal wieder nichts gefunden. Na gut, es hätte schlimmer kommen können, es hätte ja auch noch zwei Herz drin liegen können, aber so negativ bin ich dann gar nicht eingestellt. So, dann muss ich bei 40 wohl den Gang machen. Kreuz Schneider ist wohl auch affig. Eine Überlegung wäre Pik Dame 9 drücken und den Karo König zu dritt quasi noch so als halbe Ersatzfarbe im Blatt zu halten. Ist mir aber zu heikel, weil ich dann auch, selbst wenn ich nur drei Stiche abgebe, das Spiel eben verlieren kann. So wie ich ihn jetzt drücke, 7 Augen im Keller, wenn die Buben kommen und Kreuz nicht zu dritt steht, ist das Spiel automatisch gewonnen. Denn auf diese drei Abgabestiche können überhaupt höchstens nur 59 fallen. Das war nach dem ersten Stich mit Herz Ass gestochen natürlich auch schon nicht möglich. Also Glück gehabt hier, Buben kamen, Kreuz war auch artig verteilt, also ganz ohne Schwierigkeiten wird dieser Gang hier gewonnen. So, viertes Spiel. Ich stehe Weltklasse 284 Punkte, zwei große Spiele gehabt und einmal 40 von der Seite. Das sind natürlich wunderbare Grundvoraussetzungen, um sich jetzt einmal entspannt zurückzulehnen und zu schauen, was jetzt noch so an Blättern vorbeikommt. Nur wird Grand gespielt. Kein Wunder bei meinem Blatt. Natürlich auch kein super Ausspiel, aber Herz Dame ist eigentlich auch ein Standard, ein klassischer Standardaufzug. Dann war die 10 wohl blank. Wunderbar, dann kann ich hier direkt mit dem König fortsetzen. 28. So, noch ein Bild und wir sind raus. Gibt ja das Bild aber nicht. Okay, vielleicht hätte ich aber erst direkt Pik 10 ziehen sollen. Na gut, dann müssen wir eben noch einen Stich machen. Huch, mein Partner hat zwei Buben, aber ihm fehlt der Alte. Gut, rausgekommen. So, so kann es weitergehen. Was für ein Eingang hier wieder. Zwei Asse zu dritt, die beiden Alten und eine Kreuz 10 noch zum Kellern. Das ist ja ein Traum. Wie gewohnt. Ohne Widerstand geht es allerdings nicht. Und der Widerstand geht weiter. Und jetzt bei 30, quasi bei meinem letzten Gebot, wenn man so will, nein, es ist nicht mein letztes Gebot. Ich hätte das Ding auf Grand durchgezogen.
Aber dass ich jetzt ausgerechnet bei 30 rankomme, das ist schon überhaupt kein gutes Zeichen. Ja, wenn, was hat er nun gereizt? Entweder den Karo, wenn er den Reizwert hält, oder er hat den Herz gereizt und mich über den Karo gehoben. Das ist also ein erstes sehr schlechtes Zeichen, dass ich hier bei 30 rankomme, dass ich jetzt noch besonders gut finde. Daran glaube ich auch nicht mehr. Und so ist es auch. Kreuz, Dame, Karo, Lusche. Und jetzt stehe ich hier mit diesem Elend. Klar, es wäre ein sehr schönes Karo-Spiel, aber bei 30er Reizung kann ich das nicht machen. Kreuz zu spielen wäre auch eine Idee gewesen. Den Viertrümpfer mit Karo, Dame, Pik, Dame im Keller. Muss ich dann aber auch eben hoffen, dass Karo nicht zu Null steht. Dass ich meine Trumpf 10 heimbekomme, habe ich auch sehr viele Baustellen im Blatt, habe mich also jetzt doch entschieden, das noch einigermaßen solide aussehende Herzspiel hier zu taufen mit 13 Augen im Keller. Der kann ja auch ganz glücklich laufen und vielleicht hat Spieler 1 ja auch nur 4 Trümpfe dagegen und hat in erster Linie mich mal über den Karo heben wollen. So, erster Stich, das ist ja schon mal nicht so schlecht, zumindest ist er nicht komplett karofrei. Karo Lusche König, die Karo Lusche sicher blank ausgespielt und jetzt kann ich mir natürlich überlegen, wenn ich den Stich rausnehme, habe ich schon 28 Augen, das Herz Ass noch in der Hand, aber ich gebe natürlich in Karo einen dicken Stich ab und bin natürlich mit diesen 28 auch noch lange nicht im Ziel. Von daher die andere Variante, ich lasse diesen Stich laufen, dann kommt natürlich Karo 10, Karo Ass wird abgestochen, angenommen mit der Trumpf 10 auf 35. Wenn er dann tatsächlich aber nur 4 Trümpfe hatte, danach kann ich noch einen Trumpf Unterzug machen, wo 6 bis 7 Augen fallen, 41, und dann darf eben auf Kreuz nicht unbedingt diese 18 fallen. Von daher habe ich mir gesagt, geh das mal so an. Es ist ganz scharf am Wind gesegelt oder ganz genau kalkuliert, aber die 4 Trümpfe traue ich ihm eben mindestens zu und dagegen kann es so noch funktionieren. So, es kommt der Abstich nur mit dem Trumpf König, das ist ja schon mal ganz gut. Dann kann ich bei Spieler 2 vermutlich die Trumpf 10 gleich rausangeln, 29 Augen. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn die Kreuz Dame nicht ganz so teuer weggegangen wäre, aber da treffen sie nun auch genau Kreuz Ass und König, wo ich die 10 im Keller habe und die Dame in der Hand. Das ist natürlich nicht so schön. Jetzt sind es 47 Augen. Jetzt darf natürlich Trumpf wirklich nicht mehr besonders schlecht stehen. Idealerweise Spieler 1 darf ja gerne noch 3 Trümpfe haben, aber das Pik Ass, das muss er dann bitte auch haben, sonst habe ich keine Chance. Ja, und jetzt seht euch das an. Da bin ich geplatzt an der Herz 10, die sieht ja nur im ersten Moment schön aus, die ist natürlich Müll, denn es stehen ganz offensichtlich 5 Trümpfe, dann macht Spieler 1 jetzt noch 2 Trumpfstiche, kann sich sogar mein Trumpf Ass holen, was ich hier zurückgehalten habe, damit ich auf keinen Fall gegen den Trumpf König jetzt hier den Stich noch abgebe. Das Trumpf Ass musste ich behalten, damit ich gegen die Trumpf 3-2-Verteilung wirklich nur noch einen Buben verliere und mit Pik 10 das auf 59 gegangen wäre. So kann jetzt Spieler 1 natürlich sogar auf meinen Trumpf Ass warten mit seinen ganzen Trümpfen. Und das Spiel ist gelutscht, obwohl ich hier das Pik Ass bekomme. Ah, Mensch, die Liste lief doch so schön und dann kommt hier wirklich so eine bittere Pille vorbeigeflogen. Ja, im Nachhinein, der Kreuz wäre wohl gelaufen, denke ich mal. Herz 10 steht blank, Karo kriege ich auch den König. Wenn ich dann die Trumpf 10 heimbekommen hätte, wäre das Spiel wohl so gerade ins Ziel gesegelt. Ja, da haben wir es wieder. Da sind wir wieder beim Skat. Es läuft, es läuft, es läuft, aber manchmal läuft es eben auch in die andere Richtung. Und so ein teures Spiel auf diese kurze Distanz, damit kann man das sehr gute, ganz tolle Ergebnis schon fast wieder vergessen. So, nicht jetzt lamentieren, sondern fokussieren auf den Rest der Serie. Was macht mein Partner hier? Er schafft es trotz meiner 22er Reizung, dem Alleinspieler erstmal die Karo 10 hochzuspielen. Gut, ich hätte mit 3 Trümpfen natürlich auch reinstechen können, aber ja, wie viel Sinn macht das, wenn ich mich hier noch Trumpf kürze? Wäre wohl auch nicht gut gewesen und vermutlich hätte ich auch ins Leere gestochen. So, jetzt fällt Trumpf natürlich, wie es soll. Der Spieler hat sich tatsächlich links und rechts gedrückt, also steht auf einem sehr bescheidenen Spiel. Karo 10 zu dritt.
Fünf Trümpfen, eine Herzlusche, also eine Herzfaulen und den Pik Ass, was er sich blank gedrückt hat. Gut, Trumpfstand 3-3, 10 wird ihm freigespielt, lässig gewonnen. Auch so ein schwaches Spiel, kannst du mal so lässig gewinnen. So, nun habe ich es natürlich gewagt, hier mit einem ganz schwachen Spiel 18 zu halten, weil ich natürlich ein bisschen was tun muss. Und dieser Sechstrumpfer gegen die Reizung ist nun alles andere als souverän gewonnen oder nur solide, ne? In Karo fehlen mir die Bilder, in Herz habe ich die Lusche. Also wenn hier vier Trumpf stehen, dann fliegt mir das Ding ja um die Ohren wie nur irgendwas. Und auch wenn Karo zu dritt steht und gleich auf den Tisch kommt bei der 18er Reizung, das Spiel muss jetzt schon ausnahmsweise ziemlich glatt stehen und ziemlich günstig sich entwickeln. Sonst kann ich gleich den zweiten Strich auf der rechten Seite der Liste machen. Das Trumpf Ass fällt ist ja schon mal gut. Das sieht zumindest erstmal nicht so aus, als ob vier Trumpf stehen. Pik 7 sehe ich auch gerne. Kann ich günstig meine Herzlusche abwerfen? Also die Drohung in Karo ist scheinbar gar nicht so groß. Jetzt kommt doch Karo raus. Jetzt wird es doch nochmal unangenehm. Warum kommt denn jetzt Karo Lusche Dame und warum hat Spieler 2 nicht direkt die Karo Dame gebracht? Ja, aber jetzt schnibbeln ist ja nun geradezu Wahnsinn. Dann fliegt mir, wird mir das Karo Ass hinten abgestochen, dann kann ich gar nichts gewinnen. Dann lieber nochmal so gucken. 22, jetzt auf Trumpf, vielleicht 28 und dann hoffen, entweder dass Spieler 1 rankommt und in Karo nicht zu viele Augen fallen oder dass er die vollen nicht hat. So, und da löst sich alles in Wohlgefallen auf. Also was für ein Zug. Karo steht 2-2 und Spieler 1, nachdem ich auf Pik Herz abschmeiße, greift er allen Ernstes in Karo Lusche aus Lusche König. Und Spieler 2 geht allen Ernstes nicht mit der 10 drauf. Also sehr ungewöhnlich vorgetragen. In dem Moment stört es mich natürlich auch überhaupt nicht, dass ihm noch 14 Augen gefallen sind. Damit ist das Spiel sicher gewonnen und meine Karo Lusche ist jetzt hoch. Da hatte ich jetzt nun ganz andere Sorgen. Ja. Hat sich also wie erhofft und wie auch benötigt gut entwickelt, das Spiel. Und das ist das Schöne an so einer kleinen Serie. Ratzfatz sind wir hier schon. Liegen wir schon auf die Zielgeraden ein. Ne? Spiel 9, das ist quasi, wenn man so will, das Spiel, wenn ich aus der letzten Kurve rausbiege und dann muss gleich noch der Sprint auf der Geraden erfolgen in den letzten drei Spielen, denn hier habe ich natürlich wieder gar nichts abbekommen und wir können uns gemeinsam so einen Gang von so einem ja, Oma-Gang. Wenn man so will, von Vorhand anschauen, der den Buben zieht und jetzt geht er über die Dörfer und Herz und Herz und Herz und Herz. Gedrückt hat er auch, nicht so wie beim Sketch von Otto. Das konnte er ja hier nicht falsch machen. Deswegen können wir hier auch nur zwei Stiche kriegen. So, wie ist der Zwischenstand? Spieler 1 mit diesem Grang. Erst der Kreuz ohne 4, jetzt der Grang mit 2, mit nur zwei Spielen locker an mir vorbeigeflogen und kein Material für mich, um das nochmal zu kontern. Im Gegenteil, das ist jetzt die große Leere. Spieler 1 bekommt das Spiel und hat jetzt gleich die Chance, seinen Vorsprung noch auszubauen. Pik hat er nicht. Ich glaube nicht, dass da viel geht in dem Spiel. Was meint ihr? Wird wohl schwierig, ne? Gucken wir mal. Vielleicht kann mein Partner Karo stechen. Nein, er hat das Karo Ass. Okay. Da gehen sie hin, die Stiche. Jetzt die Herz 10 gerettet. Wenn mein Partner jetzt Herz Ass hat, aber hat er eben nicht. Und Karo 10 sitzt auch bestellt beim Alleinspieler, der insofern ganz souverän gewinnt. Naja, vielleicht hätte ich ihn ein bisschen in Schwierigkeiten gebracht, wenn ich mal den Karo König aufgeschlagen hätte. Gut, hätte, hätte. Jetzt schauen wir uns das Ding an. Spiel 11, das muss ich jetzt natürlich ziehen. Zwei Buben und drei Asse. Und wer sagt's denn? Da kommt das vierte Ass noch dazu.
Damit sieht das doch gar nicht so schlecht aus. So, 7 Augen. Ja, das wäre wohl solide. Ich muss natürlich bei der Reizung davon ausgehen, dass die Jungs zusammenstehen. Dann sollte ich wohl die Bilder besser mal drücken. So, Jungs stehen zusammen. So, wie spielen wir ihn jetzt? 11. Wenn ich jetzt den Buben weiterziehe, ja, dann ein Schub ins blanke Ass und ich habe dann doch nicht so richtig Stärke, kann nicht so viel kontrollieren. Jetzt also lieber der Versuch nach Abwurf Herz 9 gegen Herz 2, 1 mir einen Herzstich, die Herzdame hochzuspielen. Deswegen jetzt auf zu Herzlusche. Ja, war aber mal wieder schon zu spät. Herz steht 3 zu 1 und die blanke Lusche wurde auf den Buben entsorgt. Gut, zumindest weiß ich jetzt, dass Spieler 2 mein Herz Ass noch bedienen muss. So, jetzt kommt Karo. Das Spiel kann jetzt auch wieder ganz schön scharf werden. Natürlich bin ich auch nicht davon gefeit, dass mir hier noch ein Ass abgestochen wird. Ich habe aber den Karo König im Keller und das können die Gegner ja nicht wissen. Deswegen wage ich es jetzt hier nochmal in den zu schnippeln und hinten wird auch nur die Karo Dame rausgenommen. Farbe gewechselt, damit ist die Gefahr erstmal abgewendet und jetzt liegt natürlich ein sehr, sehr lustiger Stich. Der ist natürlich gut für mich, logisch. Spieler 2 hat nicht nur die beiden Buben, er ist auch Pik frei und Spieler 1 hat jetzt sehr glücklich für mich aus dem Pik Drilling, die 10 hat er ja schon gewimmelt und die Dame ist gedrückt, die 7 gespielt, das heißt, jetzt kann ich hier rausnehmen mit der 9 und damit mir das Ass nicht mehr abgestochen wird, schiebe ich jetzt wieder einfach den Buben raus, dann kann mir nichts passieren. Logischerweise wird Spieler 2 mich dann gleich in Kreuz einspielen und seinen Herzkönigstich noch machen. Das kann ich nicht verhindern, aber das Spiel war ja gegen so einen Extremstand nicht mal hundertprozentig sicher immer gewonnen. Jetzt komme ich hier nochmal mit dem kleinen Anschisszug plötzlich nochmal schnell von unten. Habe tatsächlich Spieler 1 damit auch noch überrascht und erwischt. Der hat nicht gewimmelt, aber Spieler 2 hat aufgepasst und hat den König rausgenommen. 86 Augen. So, jetzt haben wir noch ein Spiel nach und Spieler 1 ist noch 40 Punkte vor mir. So, das kann jetzt noch mein Klassenziel sein und vielleicht noch mit einem sehr, sehr großen, sehr guten Spiel könnte ich vielleicht noch auf ein respektables Ergebnis kurz vor 500 kommen. Ja, ich wusste doch, da war was, da kommt jetzt nicht mehr viel und dann biete ich hier nochmal die 20, um jetzt Spieler 1 ziehen zu lassen. Wenn er das Spiel gewinnt, bleibt er vor mir und ich muss wieder 5 Euro auszahlen. Im Moment zahle ich sehr verdächtig häufig 5 Euro aus beim Rocket-Schlag die Meerjungfrau. Es ist wirklich ein bisschen der Wurm drin. Also jetzt mal schauen, ob ich es hier noch einmal vermeiden kann. Kreuz wird gespielt, 14 im ersten, Herz Dame, gut. Hier direkt das Trumpf Ass, das riecht irgendwie nach einem Siebentrümpfer. Ne? Warum soll mein Partner sonst das Trumpf Ass geben? Das ist ja nach diesem Bubenstich hoch. Wenn er den Trumpf König noch hat, hätte er den erstmal legen müssen, damit ich das Ass bei ihm noch rechnen kann. So, Herz Ass hatte der Alleinspieler auch, 29, also hat er eigentlich nur noch 2 unbekannte Karten, aber dann, tja, wenn ich so analysiere, müsste ich jetzt eigentlich sofort Pik und Karo Ass ziehen, in der Hoffnung, dass er in jedem Blatt, in jeder Farbe noch was dabei hat. Das wäre aber auch ungewöhnlich und vielleicht hat mein Partner ja doch noch einen Trumpf und der Alleinspieler hat es ja irgendwie mal anders gemacht. Aha, jetzt kommt aber hier die Pik 10. Gut, rausnehmen auf 53. Ja, wenn er den 7-Trümpfer hat und noch Pik König in der Hand, dann hat er jetzt Rest. Aber wenn nicht, dann mache ich, wenn er wirklich nur 6-Trumpf hat, dann muss er entweder Karo sogar noch bedienen oder er hat noch Pik 7, auf die mein Partner dann Karo 10 wimmeln kann, aber er muss hier bedienen einfach. Mensch, das hat er ja schon ungewöhnlich gespielt, dass er hier die 10 so locker anbietet, obwohl er dann, ach schaut mal, er hat ja so viele Schwierigkeiten. 2 bestellte 10er hat er in der Hand. Das ist natürlich dann doch für ihn nicht leicht zu gewinnen. Ja, dann habe ich wenigstens das geschafft. 386 Punkte, da gewinne ich zwar keinen Blumenstrauß mit, aber am Tisch habe ich meine kleine Seitenwette gewonnen. Und es hat jetzt mit 2 Tagen Verspätung auch nochmal wieder zu einem
Video gereicht mit der einen oder anderen interessanten Partie, hoffe ich. Jetzt sage ich Tschüss und werde meine Stimme noch ein bisschen schonen. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Skat und gut bleibt. Oder einen habe ich ja jetzt doch noch. Schauen wir uns doch hier einfach nochmal das letzte Spiel in super Slow Motion an. Ich sage jetzt mal gar nicht so viel dazu, nur mir ist es gerade eben erst aufgefallen, weil ich doch während des Spiels noch darüber schwadroniert habe, wie viel Trümpfe muss der Alleinspieler wohl haben, wenn Trumpf Ass im zweiten Stich von meinem Partner fällt. Ja, ganz richtig, er müsste eigentlich 7 Trümpfe haben. Und wenn er 7 Trümpfe hat, dann kann er ja jetzt nur noch 2 andere Karten haben. So, er sticht hier aber Herz, zieht die Pik 10. So, ich nehme das Ding raus. Okay, jetzt versuche ich es mit Karo Ass. Mein Partner muss halt noch einen Trumpf haben, sonst können wir einfach das Spiel nicht gewinnen. Jetzt in dem Moment habe ich ja irgendwie schon abgeschaltet, deswegen habe ich es auch erst so spät hier registriert. Aber jetzt guckt euch das mal an. Der Alleinspieler hat noch Pik König in der Hand und Karo 10 und mein Partner hat gar keinen Trumpf. Das heißt, allen Ernstes, es war ein 7-Trümpfer und der Spieler hat hier 2 Trümpfe gedrückt und stattdessen Karo 10 Dame in der Hand behalten und Pik 10 König. Also, wenn das nicht heißt, dass wir hier beim Skat auch mal wirklich wilde Geschichten sehen, dann weiß ich es auch nicht. Nur auf meinem Kanal übrigens. Und ja, ehrlich gesagt, diese 40 Punkte, die waren jetzt eher unverdient und sehr, sehr glücklich.